Fußball-WM 1974. In Hamburg kommt es zum historischen Duell. Bundesrepublik gegen DDR. Das erste und einzige Mal in der Geschichte. Das war wie ein Endspiel. Und ein Kampf der Systeme, Ost gegen West. Im Hintergrund zieht Stasi-Chef Mielke alle Register. Er befiehlt die Aktion Leder. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Die DDR will sich keine Schlappe leisten, mitten im Kalten Krieg. Doch für manche DDR-Bürger wird das Spiel zur Chance ihres Lebens. Es gab für uns nur noch Eintrachten. Weg, weg, weg. Unter allen Umständen. Der 22. Juni 1974 wird ein Tag der Überraschungen auf und neben dem Platz. Aktion Leder. Jetzt in ZDF History. Willkommen, verehrte Zuschauer, zu dieser mit Spannung erwarteten Auslosung zur Endrunde der 10. Fußball-Weltmeisterschaft. Januar 1974. Bei der WM-Auslosung in Frankfurt erlebt Sportmoderator Holger Obermann eine Riesenüberraschung. Im Sendesaal des Hessischen Rundfunks befand sich der Kernpunkt der Auslosung. Das war die große Tafel, wo die Paarungen dann später dargestellt wurden. Dann war da von den Berliner Sängerknaben ein junger Mann, der die Lose gezogen hat. Es lag so etwas wie Spannung über dieser Auslosung, denn es konnte ja immer sein, dass die Bundesrepublik auf die DDR trifft. Der 11-jährige Detlef Lange sorgt für die Sensation des Tages. They will be number two in that group. Die DDR gehört der Gruppe 1 an. Damit ist es amtlich. Zum ersten Mal kommt es zum deutsch-deutschen Bruderduell. Bayern-Stürmer Gerd Müller nimmt es gelassen. Ich persönlich bin sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben alles in allem gesehen, die leichteste Gruppe bekommen. Das sehen die Kicker im Osten anders. Die erste Reaktion war natürlich für uns brisantes Spiel. Es hat schon eingeschlagen wie eine Bombe, dass es in dem Sinne zu diesem Spiel nur endlich kommt, das, wo man lange drauf gewartet hat. Endlich mal zu zeigen auf so einer internationalen Bühne, dass auch wir sehr gute Spieler in unseren Reihen haben und unsere Mannschaft also viel besser ist, als sie im eigenen Land gemacht wurde. Zu den Skeptikern im eigenen Land gehört Manfred Ewald. Der oberste Sportfunktionär der DDR fürchtet nicht nur eine sportliche Blamage. Er wendet sich an Stasi-Chef Erich Mielke. Der befiehlt, die WM-Teilnahme muss generalstabsmäßig vorbereitet werden. Die Geheimoperation erhält den Codenamen Aktion Leder. Damit sollte abgesichert werden, dass keine Republikfluchten beispielsweise stattfinden von Teilnehmern, DDR-Teilnehmern der Fußball-Weltmeisterschaft. Und das ist ja ein vielfältiger Bereich. Das betraf ja nicht nur die Spieler und die Betreuer, sondern auch eine ganze Touristendelegation, die dann aus der DDR dort hingeschickt worden ist. Während der Osten mauert, ist man im Westen siegessicher. Das Team von Bundestrainer Schön ist amtierender Europameister und Bayern München hat gerade den Vorläufer der Champions League gewonnen. Der SPD-Politiker Hans Apel spricht aus, was damals viele denken. Ich persönlich hatte die Auswahlmannschaft der DDR nicht auf der Rechnung. Und es ist immer gut, wenn man Mannschaften in der eigenen Gruppe hat, die schwach sind. Das hört man in der DDR nicht gerne. Nirgendwo ist der Arbeiter- und Bauernstaat so erfolgreich wie im Sport. Allerdings nicht in jedem. Ausgerechnet der Fußball gilt als Stiefkind der medaillenverwöhnten Sportnation. Wir waren ja die Besten im Sport, die DDR. Der DTSB hat ja darauf bestanden, immer, sag mal, federführend zu sein. Und wir, die Fußballer, waren immer so ein bisschen die Loser. Die Staatsführung hat sich natürlich stärker an Medaillen orientiert.
Und da ist es nun mal ganz einfach in anderen Sportarten, wo es jedes Jahr 10, 12 Medaillen zu vergeben gibt, Medaillen zu machen, als beim Fußball. Immerhin, die DDR-Kicker holen bei den Olympischen Spielen 72 Bronze. Der erste FC Magdeburg wird 74 sogar Europapokalsieger. Aber reicht das? Im Mai 74 rollt die Aktion Leder an. Die Abteilung Horch und Kuck beginnt mit Ermittlungen und Observierungen. Akribisch wird geplant, wer zur WM in den kapitalistischen Westen reisen darf. Die 1500 Touristen waren handverlesen durch Partei und durch Staatssicherheit. Sie durften keine Westkontakte haben, sie mussten Parteimitglied sein und sie sollten auch möglichst verheiratet sein, damit die DDR sozusagen ein Faustpfand hatte, dass sie auch wieder zurückkommen würden. Dabei hat sich das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten Anfang der 70er Jahre entspannt. Dank der neuen Ostpolitik von Kanzler Willy Brandt. Bei seinem Besuch in Erfurt im März 1970 wird er von DDR-Bürgern gefeiert. Man war auf so einem Weg, wo man sich ja, immer mehr auf Augenhöhe begegnete. Das war ja das Ziel der DDR über Jahre, dass man eben als Staat anerkannt wird und damit mit der Bundesrepublik quasi gleichzieht. 1972 unterzeichnen beide deutsche Staaten den Grundlagenvertrag. Er soll die Grenzen durchlässiger machen für Reisen und Handel. Beide deutschen Staaten treten der UNO bei. Doch die neue Harmonie bekommt 1974, kurz vor der WM, wird ein Mitarbeiter Brandts als DDR-Spion enttarnt. Günther Guillaume. Der Kanzler tritt zurück. Am Abend des 6. Mai habe ich dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt erklärt. Für die Stasi ist der Rücktritt und die Enttarnung Guillaumes eine Schlappe. Bei der WM will man unliebsame Überraschungen vermeiden, mit allen Mitteln. Es wurde zu diesem Zeitpunkt ein inoffizieller Mitarbeiter im Westen damit beauftragt, eine Wohnung in Hamburg anzumieten, um hier einen Isolierstützpunkt einzurichten. Dort wartete eine Transportkiste und wenn ein DDR-Spieler versucht hätte zu fliehen, hatte man tatsächlich die Absicht, ihn in dieser Kiste in die DDR zurückzuschaffen. Die Kiste kam nicht zum Einsatz, aber allein derartige Erwägungen zeigen, mit welch brachialen Methoden man hier versuchte, deutsch-deutsche Annäherungen zu vermeiden. Die Regierung Honecker will kein Risiko eingehen. Die DDR-Fußballer werden nicht nur sportlich gedrillt. Mielkes Geheimplan Aktion Leder sieht auch ideologische Übungen vor. Das Team von Nationaltrainer Buschner muss sich einiges anhören. Im Rahmen dieser Schulung gab es bestimmte Schwerpunktthemen. Die abgearbeitet worden sind. Beispielsweise ein Thema, wie verhalte ich mich als Vorzeigesportler der DDR im nicht-sozialistischen Ausland? Und die Antworten darauf lieferten diese Seminare und diese Schulungen. Es hat mit Sicherheit auch Veranstaltungen in dieser Richtung gegeben, wo in die zentrale Sportschule nach Kiembaum auch Funktionäre gekommen sind. Da wurden wir schon drauf getrimmt, wie wir uns zu benehmen haben. Sicherlich hat man über das eine oder andere Mal mit uns gesprochen, aber möglicherweise habe ich das verdrängt oder habe schon Alzheimer. Hinsetzen, durchstehen und anschließend raus und dann haben wir unser Ding gemacht. Die Stasi will wissen, was die Spieler wirklich denken. Dafür setzt sie auf bewährte Mittel. Verteidiger Gerd Kische soll als IM, als inoffizieller Mitarbeiter, angeworben werden. Da kam jemand auf den Trainingsplatz und bat mich um ein Gespräch. Und ich wäre ja nur so ein Arbeiterjunge, der nur das Glück hat, auch in der Nationalmannschaft zu spielen und. Und ich müsste doch eigentlich dankbar sein. Kische bleibt den Dank schuldig. Die Stasi aber wird er so schnell nicht los. Eines Tages hat er mich zu Hause besucht und dann habe ich ihn nicht reingelassen. Das war damals schon ein großes Vergehen. Kische sträubt sich weiter. Zu Terminen erscheint er nicht oder erzählt nur Belangloses.
Da musste man geschickt manövrieren. Ich hatte aber, das muss ich auch fairerweise sagen, das Glück, einen väterlichen Freund zu haben, der eine sehr hohe Position an der Partei hatte. Und der hat mir dann ab und zu mal Hinweis gegeben, wie man dann was machen sollte. Kurz vor der WM hat er sein Ziel erreicht. Ein Stasi-Offizier vermerkt kurz und bündig, Kische berichtet nicht offen und umfassend. K. ist abzuschreiben. Auch DDR-Torhüter Jürgen Kreu bekommt die Macht des Systems zu spüren. Sportfunktionäre wollen den Star von Sachsenring Zwickau zum Vereinswechsel zwingen. Es gab da Anfang der 70er Jahre ziemlichen Druck für mich, als ich dem damaligen DDSB-Vizepräsidenten, dem Franz Rietz, im Vier-Augen-Gespräch gegenüber saß und er mir unverhohlen damit gedroht hat, wenn ich mich nicht füge und einen Wechsel zustimme, dass man mich auch mal für anderthalb Jahr bei der Armee im fußballerischen Niemandsland im Thüringischen verschwinden lassen könne. Kreu überlegt kurz und verweigert den Wechsel. Zum Glück hat er viele Fans in Zwickau. Ich hatte die Unterstützung des Oberbürgermeisters der Stadt Zwickau, des Betriebsdirektors und aller seiner Direktoren und vor allen Dingen auch der Arbeiter. Dann haben die Arbeiter mit einer Maßnahme gedroht, die für die DDR völlig atypisch und außergewöhnlich gewesen wäre, nämlich mit einem Streik. Und das ist auch eine Sache gewesen, die mir Kraft gegeben hat. Nicht alle Spieler und Funktionäre des DDR-Teams bleiben so standhaft. 13 von 40 Delegationsmitgliedern lassen sich von der Stasi zur Mitarbeit überreden. Darunter 5 aktive Spieler. Vermutet habe ich das schon, dass es direkt in der Nationalmannschaft oder auch im Umfeld der Nationalmannschaft vielleicht EMs gab. Aber gewusst, um wen es sich handelt, habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Auch die Fans hat die Stasi im Blick. Wer wie Heinz Leineweber mit dem Zug zum Spiel nach Hamburg darf, ist auf Herz und Nieren geprüft. Nur verlässliche Genossen erhalten eine Reiseerlaubnis in den kapitalistischen Westen. Ich natürlich Feuer und Flamme, ja, das ist doch logisch. Wer kommt da hin? Den muss man natürlich an ihr machen. Hast du Verwandtschaft im Westen? Das war das Erste. Hast du irgendwie Straftaten oder irgendwas gemacht? Nur 1500 DDR-Bürger erhalten das begehrte Ticket. Sie sind fast durchgehend männlich, über 25 und alle verheiratet. Mich hat der Anis gewundert. Wir saßen 6-mal in einer Abteil. War so eins wie hier, 6, und hier war der Young. Da haben wir uns mit dem Sport unterhalten. Die wussten ja, dass dabei runter war. Überhaupt keine Fußballfans. Und das haben wir nachher erst später erst rausgekriegt. Polizei oder Staat, was weiß ich. Beobachter. Beobachtet fühlt sich auch Roland Au. Der Arzt und seine Frau Christel träumen schon lange von einem Leben im Westen. Seit einem missglückten Fluchtversuch 3 Jahre zuvor lässt sie die Stasi nicht mehr aus den Augen. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass im Haus gegenüber ständig jemand mit einem Fernrohr bewaffnet zu uns herüber guckt. Das war die Stadtsicherheit. Dieser Mann rief uns tatsächlich, man mag es glauben oder nicht, täglich zwischen 10 bis 20 Mal an und kontrollierte, ob wir da waren. Wir wurden also ständig überwacht. Das Paar ist gerade erst aus dem Gefängnis entlassen, wo sie wegen versuchter Landesflucht einsaßen. Ihre Erlebnisse dort haben den Wunsch nach Freiheit noch verstärkt. Ich konnte gar nicht mehr in diesem System leben, weil es ging nicht. Dazu waren die Erlebnisse einfach zu dramatisch gewesen. Und mir offenbarte sich, dass dieses System absolut menschenunwürdig war. Ein ehemaliger Mithäftling verspricht Hilfe. Er stellt Kontakt zu Schleusern aus dem Westen her. Roland Au und seine Frau sollen sich bereithalten. Die Flucht soll eine Woche vor dem Spiel DDR gegen Bundesrepublik stattfinden. Das Ehepaar schwankt zwischen Hoffnung und Angst. Bei einer zweiten Festnahme drohen lange Haftstrafen. Als dieser Tag herangekommen war, haben wir vergeblich gewartet, den ganzen Tag.
Drei Tage später erfahren sie, ihre Fluchthelfer wurden von der Stasi verhaftet. Es war ein Leben unter einem unvorstellbaren Druck, weil für uns gab es gar keine andere Konsequenz, wie zu denken, jetzt sind wir wieder fällig, wir müssen ins Zuchthaus, und wir wussten, was auf uns zukommt. Auch in der Bundesrepublik sind die Sicherheitskräfte in höchster Alarmbereitschaft. Ein Terroranschlag wie bei den Olympischen Spielen in München 2 Jahre zuvor darf sich bei der Fußball-WM nicht wiederholen. Das deutsch-deutsche Duell im Hamburger Volksparkstadion gilt als besonders gefährdet. Ein Drohbrief kündigt einen Bombenanschlag an. Safety first heißt es schon bei den Proben der Eröffnungsfeier im Frankfurter Stadion. Die Winzer Trachten- und Tanzgruppe aus Winningen wird behandelt wie ein Staatsgast. Wir hatten einen eigenen Bus, der uns vom Hotel immer zum Stadion fuhr. Und dort hatten wir dann Polizisten vorne und hinten, die uns eskortierten. Und das fanden wir natürlich ganz aufregend und wichtig. Die Eröffnungsfeier geht störungsfrei über die Bühne, im flotten Sound der 70er. Das Gastgeberteam steuert einen echten Hit bei, auch wenn nicht jeder den richtigen Ton trifft. Ein Sommermärchen ist die WM 74 nicht. Das Wetter ist miserabel. Es hat geregnet, es war eisekalt und wir mussten trotz allem ein sonniges Gesicht machen und sehen, dass wir unseren Tanz auf diesen nassen Plastikböden, die da ausgelegt waren, ohne Unfälle dann über die Bühne kriegen. Und das war nicht so einfach. Jedes Teilnehmerland darf sich landestypisch präsentieren. Die DDR schickt Schlagerstar Frank Schöbel in die Arena. Der Frauenschwarm aus dem Osten wird streng abgeschirmt. Wir haben schon versucht, mit Frank Schöbel und der Gruppe Kontakt aufzunehmen, aber da kamen immer die Herren im schwarzen Anzug und die haben dann immer gesagt, es wäre nicht gewünscht, dass wir Kontakt aufnehmen, und das sollten wir bitte respektieren. Zur gleichen Zeit leben Roland Au und seine Frau in ständiger Angst vor der Stasi. Nach der Verhaftung ihrer Fluchthelfer rechnen sie mit dem Schlimmsten. Eines Morgens standen 2 Stasi-Leute einfach plötzlich vor der Tür, klingelten und baten meine Frau, sie möge sich ausweisen. Einfach um zu gucken, wie wir uns eingerichtet hatten. Und die kontrollierten das dann. Mir war das sehr suspekt, aber da haben die gesehen, dass wir uns so eingerichtet hatten, dass wir wohl erkennbar vielleicht nicht gleich in den nächsten Tagen wieder flüchten wollten. Die Stasi zieht wieder ab. Es war ein Albtraum schlechthin. Hinter jeder Ecke habe ich jemanden gesehen, der uns verhaften wollte. Wenn jemand kam und sprach mich an, dann dachte ich Staatssicherheit. Die Anspannung steigt auch im Westen. Die DDR-Mannschaft landet am Flughafen Hamburg. Das Team um Trainer Georg Buschner soll von dort in die Unterkunft nach Quickborn fahren. Doch die Abfahrt verzögert sich. Erst muss ein Ersatzbus beschafft werden. Beim eigentlichen Mannschaftsbus fehlt das DDR-Emblem an der Frontseite. Für Ost-Berlin ein Affront. Das DDR-Team nimmt Quartier im Sporthotel Quickborn vor den Toren Hamburgs. 2 Wochen wollen Spieler und Funktionäre hierbleiben. Näherer Kontakt zu Westbürgern ist nicht erwünscht. Die Atmosphäre ist steif. Der Quickborner Sportfunktionär Uwe Langelo kann sich noch gut an die prominenten Besucher erinnern. Man hatte denen wohl Instruktion gegeben, dass man sich hier unwahrscheinlich diszipliniert verhalten soll. Wenig sagen, es kam kaum ein Lächeln. Aber während dieser ganzen 14 Tage hier im Trainingslager
löste sich die ganze Anspannung. Wir hatten super Voraussetzungen. Wir haben ein ganz tolles, freundliches Personal gehabt. Einzige Einschränkung, die vorhanden war, das war, dass das Gelände eingezäunt war und der Bundesgrenzschutz dort seine Streife gegangen ist. Die westdeutschen Fans lassen sich von der Polizei nicht abschrecken. Deutsch-deutsche Annäherung auf dem Fußballplatz. Die Stars aus dem Westen sind da weniger frei. Hoeneß und Co. werden in der Sportschule Malente rund um die Uhr bewacht. Die Spieler dürfen das Gelände nicht verlassen. Fans ist der Zutritt verboten. Volker Maßmann gehörte zu den Bewachern des WM-Quartiers. Wir mussten also sehr, sehr genau unsere Streifen gehen. Wir mussten Zeitpunkte einhalten und wir mussten Personen ansprechen, die ein Stückchen zu nah am Tor waren. Also wir haben da schon Druck bekommen. Die Fußballstars fühlen sich wie in der Kaserne. Wir waren in Malente in dieser kleinen Sportschule wunderschön gelegen. Aber Sie wissen ja, wenn da was weiß ich, 40 Männer unter einem Dach hausen. Uli Hoeneß und ich, wir hatten ein Zimmer, das waren vielleicht 6 oder 8 Quadratmeter. Das habe ich von Malente wahrgenommen. Das Zimmer, den Platz, ja. Und die Polizisten und Zaun. Das war mein Malente. Ein Lichtblick in Malente ist Uwe Schlüter. Der Hausmeister der Sportschule hat ein offenes Ohr für die Nöte der Nationalelf. Also ich war da ihr Liebling, weil ich alles besorgte, was nicht erlaubt war. Es waren Zeitungen nicht erlaubt. Der Mensch, kannst du nicht mal eine Zeitung mitbringen? Die und die und die. Und dann wurde das so still und heimlich gemacht. Die Kicker wollen nicht nur Zeitung lesen. Auch dafür hat Schlüter Verständnis. Kannst du nicht auch mal mir ein Getränk mitbringen? Schwarzer Johannisbeersaft. Und wissen Sie, was das war? Was anderes. Ansonsten bleibt den Spielern in Malente nur eins. Trainieren, trainieren, trainieren. Die Konkurrenz schläft nicht. Im nahen Quickborn treibt DDR-Coach Buschner seine Mannschaft zur Hochleistung an. Das waren schon Leute, die hier auf Tor geballert haben. Das war schon ganz schön, was hier gezaubert wurde. Und mit dem Trainer Buschner, der ließ nichts gelten. Der hat gesagt, also hier wird ganz hart trainiert und das wurde auch, das sah man. Die Spieler sind hoch motiviert. Das anstehende deutsch-deutsche Duell beflügelt. So viel Selbstvertrauen hatten wir auch, dass wir nicht sagen, wir kriegen eine Klatsche. Da waren wir in einer Euphorie, da waren wir wirklich gut drauf und da haben wir gesagt, das packen wir. Da waren wir alle ehrgeizig genug, um zu wissen, dass das eine sehr große Chance ist, die man nutzen kann. Sie müssen die Chance sogar nutzen. Der geheime WM-Plan der Stasi sieht vor, die DDR-Mannschaft soll unter die letzten 8 kommen. Doch es gibt wohlverdiente Pausen. Zeit für einen Einkaufsbummel im nahegelegenen Supermarkt von Karl-Heinz Ehrenstein und seinem Vater Emil. Bei ihnen gehen die DDR-Kicker bald ein und aus. Ja, was dann Sommer 74 bei uns los war, das kann man sich in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr vorstellen. Die kam bei uns rein und ging gleich rechts durchs Reihenhaus auf die Terrasse, als wenn sie schon länger hier bei uns sind. Und da war richtig High Life, ob es Spieler waren oder Funktionäre. Das war, kann man sagen, wie eine große Familie. Das Schöne an diesen Tagen war, dass man mal relaxed hat. Und das Schöne waren die Unterhaltung. Man fühlte sich wie zu Hause und dann einfach mal so abschalten und an was anderes denken und dann wieder konzentriert auf den Platz gehen. Es war eine super Zeit und gerade wenn man in dem Alter ist, wie ich damals war, mit 23, da nimmt man das alles auch noch viel, viel intensiver auf. In Malente hat der Spaß enge Grenzen. Unter den Augen der Ordnungshüter sollen sich die Spieler auf das Wesentliche konzentrieren. 20 Jahre nach dem Wunder von Bern will die Bundesrepublik wieder Weltmeister werden.
Zu viel Ablenkung schadet da nur. Es ist selbstverständlich, dass wir uns Mühe geben, auch den Spielern Unterhaltung zu bieten. Wir haben gestern unsere Fünf-Seen-Fahrt gemacht hier in dem wunderschönen Malente und oder Umgebung. Wir haben morgen den Besuch des Brauersextetts, die uns aus alter Freundschaft einen Ständchen bringen werden. Wir fahren heute an den Timmendorfer Strand. Zu guter Letzt zieht der DFB noch ein Ass aus dem Ärmel. Ein Ausflug ins Kinderparadies. Wir haben einmal, kann ich mich erinnern, einen Ausflug gemacht ins Legoland. Wir sind in das Legoland einmarschiert, ja, so wie die Pfadfindertruppe aus Malente. Und dann habe ich zum Uli gesagt, übrigens, ich marschiere hier nicht mit, ich mache mich hier nicht zum Trottel da. Da war höchste Alarmstufe, Paul ist nicht mehr da, da war irgendwo hinter einer Hütte gesessen. Also das ist das einzige Dramatische, dass wir in 4 oder 5 Wochen, denn so lange waren wir in Malente, da, was da passiert ist. Nach so viel Aufregung braucht es Ruhe. Aktivitäten, Tischtennis spielen und das Fenster gucken. Ja? Fernsehen praktisch. Durchs Fenster gucken. Aber sonst wüsste ich, also ich müsste überlegen. Nein, Fernseher im Zimmer gab es nicht. Im Trainingslager der DDR wird die Stimmung dagegen immer lockerer. Funktionäre und Spieler erliegen den Verlockungen des Westens. Wir haben uns mal am Abend abgesetzt. Da haben uns die eigenen Sicherheitsleute, die uns beschützt, bewacht haben, also aus der Bundesrepublik, die haben uns mal nach Hamburg gefahren und da waren wir auf der Reeperbahn. Der Anschlag auf die sozialistische Moral ist selbst verschuldet. Wir sind auf die zugegangen und haben gefragt, Mensch, könnt ihr das machen? Da haben sie gesagt, seid ihr wahnsinnig? Das können wir nicht. Dann haben wir so lange gequatscht, bis sie das gemacht haben. Das fand ich unheimlich nett. Die Stasi-Begleiter merken nichts. Sie sind angeblich undercover unterwegs. Die Funktionärin, sie waren da auf der Reeperbahn. Die waren auch in der Ritze, kann ich sagen. Ich glaube, die haben das genossen. Das war mal ganz was anderes. Aber wie viele da waren, das weiß ich nicht. Ein peinliches Zusammentreffen bleibt aus. Doch der Westen verdirbt den Charakter, wo er nur kann. Es hat ja bei der WM immer mal so kleine Überraschungen gegeben, dass große Firmen auch als Sponsoren tätig waren. Ich weiß, dass für jeden Spieler ein Fernseher abgegeben worden ist in Quickborn. Leider haben die Spieler die Fernseher nie gesehen. Die sind mit LKWs zwar in die DDR gebracht worden, aber ich denke mal, die haben die Wohnung von Funktionären dann geziert. Die offizielle Version lautet anders. Ihr zufolge wurde das Geschenk selbstverständlich abgelehnt. Die Spieler sind auch mit weniger zufrieden. Die Leute waren sehr, 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 sehr freundlich. Da hat man nichts gemerkt. Ossi-Wessi, es war sehr, sehr angenehm. Wir haben alles bekommen, was wir wollten. Was sie wollen? Er besorgt es. Karl-Heinz Ehrenstein ist offen für alle Wünsche. Tolle Markenjeans wollten sie haben, auch tolle Hemden gab es ja bei uns zu kaufen. Und was sehr wichtig war, dass sie Kosmetika gerne haben wollten. Selbstverständlich bin ich nach Hamburg gefahren und habe das dann eingekauft. Das war schon Völkerverständigung. Das war auch eine einmalige Situation, eine DDR-Nationalmannschaft im kleinen Quickborn. Aktion Leder läuft nach Plan. Die DDR gewinnt 2:0 gegen Australien und spielt unentschieden gegen Chile. Jetzt fehlt nur noch ein Sieg über die Bundesrepublik. Am Tag vor dem Spiel erhalten Roland Au und seine Frau Christel unverhofften Besuch. Dann kam der nächste Freitag heran, das war der 21. Juni 1974. Und als wir dann abends nach Hause kamen, klingelte es an der Wohnungstür. Da stand ein junger Mann, den ich nicht kannte, und sagte das verabredete Codewort. Und da war ich wie vom Blitz getroffen. Denn damit hatte ich ja eigentlich nun abgeschlossen. Den Aus bleibt nur eine Nacht, um sich von allem, was ihnen lieb ist, zu verabschieden. Bereits am nächsten Tag erwartet sie der Schleuser an einer Raststätte in der Nähe der Grenze.
mit klopfenden Herzen. Wir umarmten uns. Das war ja nun was ganz Entscheidendes. Es ging ja nur in zwei Richtungen. Entweder es glückte oder aber wir fanden uns dann hinterher im Zuchthaus wieder. Es war eine Situation, die kann man einem Außenstehenden gar nicht beschreiben. Natürlich waren wir aufgeregt bis zum geht nicht mehr. In Malente hat man ganz andere Sorgen. Zwischen Mannschaft und DFB gibt es Streit. Die Männer um Franz Beckenbauer kennen allmählich ihren Marktwert. Das Team ist sich einig, wenn wir Weltmeister werden, wollen wir eine Prämie. Dieser Prämienstreit entstand dadurch, dass wir in Malente im Trainingslager erfuhren, wie viel der holländische Fußballverband für einen möglichen Titelgewinn als Prämie bekommen wird. Und es waren jeweils weit über 100.000 D-Mark damals. 100.000 Mark wollen jetzt auch die deutschen Spieler haben. Die deutsche Nationalmannschaft hat bis dato nie eine Prämie bekommen. Und ein Dankeschön oder Bügeleisen, keine Ahnung. Wir hatten uns erstmal Gedanken gemacht, was passiert hier? WM in Deutschland, Stadion voll, alle verdienen. Die DFB-Spitze findet die Forderung unverschämt. Auch vielen Fans ist die Summe zu hoch. 100.000 Mark für einen Weltmeister ist ein bisschen viel. Da soll man auch mal ein bisschen auf die Ehre gucken. Das ist doch wirklich eine Ehre für Deutschland zu spielen. Die DDR-Spieler werden plötzlich als Vorbild gehandelt. Zu Recht. Geld spielt ebenso eine Rolle im Osten wie bei uns. Die verdienen ebenso über den Lebensstandard des Arbeiters wie unsere hier. Tatsächlich erhalten die DDR-Spieler für die WM-Teilnahme 6.000 bis 8.000 Ostmark. Nicht wenig im Arbeiter- und Bauernstaat. Für die Weststars sind das Peanuts. Zähneknirschend bietet Hermann Neuberger, Vizepräsident des DFB, 30.000 D-Mark für den Titel. Die Mannschaft lehnt ab. Doch der DFB, dann fahrt ihr nach Hause. Oh. Ich muss wirklich noch mal lachen. Dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir keinen Millimeter mehr zurück, denn es ist 10 Minuten vor 12. In 10 Minuten muss Hermann Neuberger einen neuen Kader zusammenstellen und benennen. Das ist ein völliger Unsinn. Er kommt nicht drum herum, dieser Forderung zuzustimmen. Hermann, the German Neuberger, gibt sich geschlagen. Nach 10 Verhandlungen einigt man sich auf 70.000 D-Mark. Der finanzielle Lohn für Schweiß und Erfolge steht fest. Wie denken Sie persönlich über die Höhe der Summe? Ja, es war ja ein ziemlich hartes Ringen, was wir hier geführt haben. Hart, aber fair, möchte ich sagen. Wir sind uns dann zum Schluss beide entgegengekommen. Und ich meine, dass die Summen, die ausgeworfen wurden dann zum Schluss, dass die akzeptabel waren. Die Spieler haben sich durchgesetzt. Doch die Stimmung bleibt gereizt. Auch spielerisch läuft nichts zusammen. In Malente tut sich die DFB-Auswahl selbst gegen Amateurmannschaften schwer. Kein gutes Omen für das Spiel gegen die Ostzone, wie manche die DDR noch nennen. Am 22. Juni 1974 ist es soweit. Am Tag des Spiels wagen Roland Au und seine Frau Christel ihren zweiten Fluchtversuch aus der DDR. Am frühen Vormittag geht es los. Wie vereinbart treffen sie ihren Fluchthelfer an einer Autobahnraststätte. Das war so ausgemacht mit dem Fluchthelfer. Und wir warteten dann auf ihn. Er ging an uns vorbei zur Toilette. Ich folgte ihm und auf der Toilette gab er mir dann Instruktionen. Und er ging dann auf die gegenüberliegende Seite zu seinem dort zwischen LKWs abgestellten Auto. Wir sollten in einem zeitlichen Abstand von 1 bis 2 Minuten folgen. Und dann stiegen wir ein und dann fuhr er los. Richtung Grenze. Im Auto halten sie Ausschau nach einem günstigen Platz, um unbemerkt in den Kofferraum zu steigen. Die Grenze rückt immer näher.
Es gab nicht einen einzigen unbesetzten Rastplatz. Auch die Fußgängerbrücken über diese Autobahn, auch die waren alle besetzt mit ein bis zwei Personen, die über die Autobahn schauten. Es war überall nur Staatssicherheit. Tatsächlich ist die Stasi seit Beginn der WM omnipräsent. Der geheime Operationsplan Aktion Leder nennt als oberste Priorität die Sicherung der Staatsgrenze bis in die Tiefe der DDR. Keiner soll entkommen, gerade jetzt nicht. Roland Au und seine Frau wagen es trotzdem. Jetzt ging es ums Ganze. Wir mussten da einfach durch. Augen zu und durch. Auch in Hamburg wird es ernst. Im Volksparkstadion kommt es zum ersten und einzigen Spiel zwischen den Staatsamateuren aus der DDR und den Profifußballern aus der Bundesrepublik. Fans und Spieler machen sich bereit. Es war schon ein besonderer Tag. Allerdings haben wir auch ganz normal gefrühstückt und. Es lag eine unglaubliche Spannung im Haus, im Raum, in den Zimmern. Es ist ja immer so, dass man doch dann ab Mittag nervös wird, dass man kaum noch große Nahrung zu sich nehmen kann. Wir spielten die Weltmeisterschaft in der BRD. Wir spielten BRD-DDR. Das war das Spiel der Spiele. So sieht es auch die Staatsmacht. Polizei und Bundesgrenzschutz haben Großeinsatz. Sie erwarten eine bislang unbekannte Spezies. Fußballfans aus der DDR. Unter ihnen ist auch Heinz Leineweber. Es war ja alles perfekt organisiert. Frühmorgens in Zuchenhalle, 1500 Mann. Ein Sonderzug bringt die Touristendelegation aus der DDR nach Hamburg. Viele sind zum ersten Mal im Westen. Ingolf Leuschel, damals junger Bahnbeamter, hat die Ankunft noch vor Augen. Das Verhalten der Menschen, als sie ausstiegen aus diesem Sonderzug, war nicht typisch für einen Fußball-Sonderzug, wie wir ihn im Westen gewohnt waren. Sie sind nicht singend oder rufend ausgestiegen. Sie war sehr diszipliniert oder sehr ruhig. Kein Wunder. Die Fans sind sorgfältig ausgewählt nach den Richtlinien der Aktion Leder. Wir sind von unserem Arbeitskollektiv vorgeschlagen worden, um eine Fahrt hier rüber zu bekommen. Eine Art von Prämierung? Ja, eine Auszeichnung für unsere geleistete Arbeit. Alles ist vorbereitet. Essen im Hamburger Kongresszentrum. Blumen für Ernst Thälmann. Und schließlich ein Abstecher in den Hafen. Wir haben angehalten und konnten spazieren gehen. Und da war unter anderem noch so ein Kiosk und da war alles voll. Ja, wir haben ja damals nichts gekriegt, so eine Pfanne oder so. Und das soll auch so bleiben. Mitreisende Stasi-Mitarbeiter sollen melden, wer Zeitungen, Schund- und Schmutzliteratur kauft. An den Besuch einschlägiger Etablissements ist erst gar nicht zu denken. Und die haben gesagt, warte, dem verrückt, guckt ihr diese Schweinereien an. Da ging's da schon los. Diszipliniert erreichen die DDR-Schlachtenbummler das Volksparkstadion. Der Gegner ist siegesgewiss. Der Gedanke, WM im eigenen Land, da war es im Grunde egal, welcher Gegner da kommt. Ich habe so 3-4-0 für uns getippt und bin deswegen auch sehr gelassen und ruhig ins Stadion gegangen. Die westdeutsche Auswahl war klarer Favorit mit den Granatenspielern, die die hatten. Für uns war das natürlich ganz klar, dass wir das Ding gewinnen. Der Gegner sieht das anders. Kurz vor Spielbeginn steht fest, die DDR ist bereits qualifiziert fürs Viertelfinale. Sieg und Unentschieden gegen Australien und Chile haben gereicht. Das war eine Stimmung, die kann man gar nicht beschreiben. Wir waren euphorisch, bevor überhaupt das Spiel angefangen hat. Es ist in meiner Laufbahn noch nie passiert, dass eine Mannschaft bei so einem wichtigen Spiel im Bus singend zum Stadion gefahren ist.
Das war eine wunderbare Atmosphäre und qualifiziert und so. Und so locker sind wir dann auch auf das Spielfeld gegangen. Das Spiel ist ein Straßenfeger. Gebannt sitzen die Deutschen in Ost und West vor dem Fernseher. Keiner will das historische Duell verpassen. Hochspannung auch bei Roland Au und seiner Frau Christel. Erst kurz vor der Grenze können sie unbemerkt in den Kofferraum des Fluchtautos steigen. Ich legte mich zuerst rein und umfasste dann meine vor mir liegende Frau. Und es war eine irreale Situation. Sie liegen da drin und sehen wirklich nichts und können sich nur auf ihre Ohren verlassen. Aber die verraten ihnen ja auch nicht genau, was draußen passiert. Wir wussten ja nicht, wie weit ist es wirklich noch bis zu der Kontrollstation. Die Zeit dehnte sich bis in alle Ewigkeit. Als er dann endgültig hielt, da hörte ich Stimmen und hörte aber auch ein an- und abschwellendes Geräusch, wie wenn viele Leute durcheinander schrien. Und ich dachte, das ist irgendwie eine Übertragung. Irgendwas läuft da. Wusste aber nicht, was. Und das war ja auch nicht das, worüber ich mir Gedanken machen musste, sondern ich dachte, jetzt kommt die Kontrolle. Und wahrscheinlich hängen wir hinten so durch mit dem Auto, dass es doch noch schief geht. Das waren unsere Gedanken. Im Volksparkstadion geht die Partie in die Schlussphase. In der 77. Minute passiert das Unglaubliche. Jürgen Sparwasser gelingt ein Treffer für die Ewigkeit. Sparwasser. Und Tor! Das Mittelfeld in Windeseile überblickt. In genau diesen Minuten entscheidet sich auch das Schicksal der Aus. Als dann die Kofferraumklappe aufging, dachte ich so, jetzt ist alles vorbei. Jetzt stehen die da und sagen, rauskommen. Aber da stand er da und er grinste über das ganze Gesicht. Er grinte und sagte, Mensch, kommt raus, wir sind da. Wir haben geschrien, wir haben geweint, wir haben gelacht, wir haben uns umarmt. Und es war eine Situation, die man wirklich eigentlich mit Worten kaum beschreiben kann. Wir waren frei. Das Paar lässt sich im Sauerland nieder. 2007 stirbt Christel auch. Für Roland Au ist der 22. Juni 1974 bis heute sein Schicksalstag. Wenn dieses Spiel nicht stattgefunden hätte, dann wären wir wahrscheinlich nicht glimpflich durch die Kontrollen gekommen. Und das war unser ganz großes Glück. Die Sensation ist perfekt. Mit 1:0 schlägt der Außenseiter und Neuling die Bundesrepublik Deutschland, den Europameister von 1972. War ein historischer Moment. Und ein bitterer dazu. Es war wirklich nur totaler Frust. Mit einem Happy End für den Verlierer. Die DFB-Kicker werden doch noch Weltmeister im eigenen Land. Die Niederlage gegen die DDR war gut für uns, ja. So sehr sie uns damals natürlich geschmerzt haben. Sie brauchten diesen Dämpfer, um aufzuwachen, um an ihre Leistungsgrenze ranzukommen. Die DDR scheitert in der Zwischenrunde. In der Heimat werden die Spieler dennoch gefeiert. Die Schützlinge Georg Buschners brachten keine Medaille mit, aber sie erreichten mehr, als es die große Fußballgemeinde unserer Republik erwartet hatte. Auch für die Stasi ist Aktion Leder ein Erfolg. Spieler, Funktionäre und Fans kehren vollzählig zurück. Dass der Sieg über die Bundesrepublik zwei Menschen zur Flucht verhalf, ahnt sie nicht. Nächstes Mal in History: Wie aus Cousins Feinde werden. Für die gekrönten Häupter ist der Erste Weltkrieg auch Familienfehde. Bruderkrieg der Könige.